was sagt das eigentlich über uns aus, wenn täglich Hunderttausende in Jobcenter gehen, wo sie unglücklich irgendwie rauskommen, inklusive der Mitarbeiter? Die Hunderttausenden gehen täglich zu den Tafeln. Es ist alles, auch das ist ausgegliedert. Genau, der Staat zieht sich raus. Der Staat hat sich aus diesen Aufgaben rausgezogen. Er hat sich auch daraus rausgezogen. Er hat, wenn er ehrlich wäre, würden sie sich hinstellen und sagen, wir haben diese Arbeitslosen aufgegeben. Die Langzeitarbeitslosen, wir institutionalisieren in diesem Land die Not, die Armut, zum Beispiel durch die Tafeln. Da sind tausende, zigtausende engagierte Menschen. Ja. Das ist also auch keine, man kann ja auch nicht das so einfach kritisieren jetzt. Oder darf man das kritisieren? Ich glaube, man muss es kritisieren, also weil eigentlich die Aufgabe des Staates wäre ja, Menschen aus der Armut hinauszuführen, ne, und sie nicht da zu halten, ne, oder ihnen letztendlich selbst auch aus dieser Armutsversorgung zieht sich der Staat ja auch noch heraus, weil es heißt ja nichts anderes, dass Hartz IV für diese Menschen nicht reicht zum Leben. Ne. Sie versorgen sich da mit dem Alltäglichsten, ja, mit Brot, mit Gemüse, mit weiß ich was. Ja. Und das reicht bei den Menschen nicht, dieses Geld, was sie monatlich bekommen, um sich damit über die Runden zu kommen und damit selber zu versorgen. Und das wird im Prinzip vom Staat ausgelagert, in Tafeln, in Selbsthilfeorganisationen, die sagen, okay, guckt, dass ihr da zurechtkommt. Das gibt den Leuten auch noch ein, ist ja verrückt, wie das System sich selbst rechtfertigt, indem er Leute, die keine Arbeit haben, Arbeit gibt, indem er die versorgt, die auch keine Arbeit haben. Also die, so geht es auch bei Jobcentern. Im Jobcenter ist genau das Gleiche. Wir haben das jetzt ja mehrere Berichte auch im Spiegel darüber gehabt, dass Jobcenter-Mitarbeiter wissen, dass sie diese Leute verwalten. Das sind Akten, aber sie machen nicht das, was sie eigentlich machen sollen, nämlich Leute in Arbeit bringen. Das findet nur noch in einem sehr geringen Teil, weiß ich, in 10-15% der Fälle statt. Der Rest wird geparkt in Weiterbildungsmaßnahmen, in allen möglichen Sachen, die man da so erfunden hat, um sozusagen ja, dieses System am Leben zu erhalten, aber in den vorgefügten Rollen, wie sie vorgegeben sind. Das heißt, es gibt einen Teil der Bevölkerung, der abgehängt ist, den auch die Politik überhaupt nicht mehr interessiert. Man weiß, diese Leute gehen nicht zur Wahl, die interessieren sich nicht für Politik, ja. die sind desillusioniert, die nehmen an dieser Gesellschaft auch nicht teil, sie können zum großen Teil nicht teilnehmen. Und dann gibt es einen Teil in der Mitte, der letztendlich nur daran interessiert ist, diesen Besitzstand zu wahren, dass was man hat, das muss irgendwie erhalten bleiben, weil ich habe Angst, das sind die Leute, die Angst haben, das sind die Angst um das Vermögen haben. Ich habe immer eine Zeit lang den Witz gemacht im Programm, dass ich gesagt habe, wenn ein Sparkassenmitarbeiter in Deutschland wirklich man sich einen kleinen Spaß erlauben will, dann hängt er einfach draußen ein Sparkassenschild, wir schließen. Ne? Und was dann los wäre in diesem Land? Ne? Also allein diese Vorstellung, dass wir an unser Erspartes nicht mehr rankämen. Ne? Und dann gibt es einen Teil der Gesellschaft, also oben und unten beide, die sich aus der Gesellschaft verabschiedet haben. Das sind die oberen 10.000, die zum Teil hier noch leben, die natürlich hofiert werden auch von der Politik und die teilweise auch, und das ist ja das Schlimme, dass wir natürlich jetzt über die Politik reden, immer noch als Gestalter, Frau Merkel hat das schon längst aufgegeben, zu gestalten. Das ist nicht ihr Ding, sie verwaltet das, was ist. Und die Leute, die wirklich was bestimmen, das sind Leute, die in der Wirtschaft, in der Industrie sitzen und die ganz klare, diese marktkonforme Demokratie, das ist eher nicht nur so rausgerutscht, wobei ich immer sage, es kann für mich keine marktkonforme Demokratie gehen, weil der Markt ja antidemokratisch ist bis in das letzte Fitzelchen von seinem Mark. Ja. Weil der Markt immer nur daran interessiert ist, am Profit, ja. An nichts anderem. Ja. Also ein Markt kann keine Gesellschaft gestalten, ja, sondern er wird immer nur letztendlich die Diktatur des Kapitals fördern. Ja. Und da auf diesem Weg sind wir und es ist Zeit, dass es da einen Aufschrei gibt, finde ich, auch in den Diskussionsrunden. Noch ein Gedanken, dann bin ich fertig. Wer sitzt denn die ganze Zeit, wenn du jetzt bei den großen Talkshows guckst, bei Maischberger, bei Will, wenn man da mal genau drauf guckt, auch bei Jauch und so, wer sitzt da? Das sind die Besitzstandswahrer, die da drin sitzen die ganze Zeit. Das sind alte Männer, ne? Immer alte Männer. Der Schnitt bei den Gästen, der ist ja jenseits der 70. Ja? Und wer guckt zu? Auch die jenseits der 70 sind. Ja? Das sind alle Leute, die sich gegenseitig darin bestärken, in dem Satz, früher war es besser.
zurück zur D-Mark, weiß ich, solche, das soll eine Vision sein, ja, ist immer rückwärts gewandt und es gibt da keinen einzigen, der die Zukunft noch vor sich hat, ja. Sondern das sind alles Leute, die den größten Teil ihres Lebens hinter sich haben. Und die anderen werden überhaupt nicht mehr gehört. Also um nochmal an Diskussionen auszumachen, es werden nicht nur die Armen auch nicht gehört, auch die Jungen werden ja gar nicht gehört. Ja. Also die Leute, denen die Zukunft gehört. Hast du das Gefühl, ist es in den letzten Jahrzehnten irgendwie schlimmer geworden, immer schlimmer? Ich hasse diesen Satz, dass immer alles schlimmer wird und dass, oder dass es früher besser war oder so. Es wird anders, die Welt verändert sich, das ist keine Frage. Und letztendlich ist es ja auch an uns, das zu gestalten. Also um nochmal auf die Politik zurückzukommen, ich glaube nicht, dass wir bei der Bundestagswahl in irgendeiner Form eine Wahl haben, ne? Weil letztendlich alle Parteien, die da antreten, sind systemkonforme Parteien. Es ist eine Großkoalition. Es ist eine größtmögliche Nenner, ist letztendlich, wir greifen das System nicht an. Also keiner ist bereit, an diesen Stellschrauben zu drehen, wo man sagt, ja, da würde sich wirklich was ändern. Ne? Weil alle auch Angst haben vor dem Wähler. Man hat immer noch das Bild vor Augen und so ist es halt in der Politik immer gegangen, sobald einer was reformiert hat und wirklich reformiert hat, ist er abgewählt worden, weil das Volk sagt, oh nein, mein Gott, das ändert sich was. Ja, die haben halt ihre Demoskopen, Umfragezahlen, Wahlkampfteams, Wahlkampfberater, die sagen, macht nichts. Macht nichts. Es, wie ich schon gesagt habe, es geht um den Machterhalt und es geht um nichts anderes. Es geht nicht darum, eine Vision zu entwickeln, wie sieht diese Gesellschaft mal aus, wie könnte sie aussehen, wie wollen wir leben zum Beispiel, wie sieht gutes Leben aus zum Beispiel. Ja. Auch diese Frage stellt das System überhaupt nie. Ja. Das System sagt immer, du musst erfolgreich sein, du musst Geld verdienen, damit du gut leben kannst. Ne. Aber ist das gutes Leben? Ne? Also, und wann findet das statt? Also ich kenne das von früher auch, also meine Eltern hatten immer das verschoben dann auf die Rente. Er hat immer gesagt, wenn wir dann mal in Rente gehen, dann leben wir das, dann hat man eine gute Rente, dann hat man sein Leben lang dafür geschuftet. Ja. Inzwischen frage ich mich, warum so lange warten? Warum nicht heute? Warum kann man nicht anfangen zu leben? Ja? Was spricht dagegen? Was kann denn unser Beitrag, unser reeller mit Hände dreckig machen Beitrag sein in so einer Phase? Damit es einen Aufschrei gibt, ein Aufbegehren gibt, eine Empörung Gestalt annimmt. Naja, also ich glaube, dass diese Gesellschaft natürlich schon auch gestaltet wird durch die Menschen, die in ihr leben. Also das ist keine Frage. Also natürlich gestalten wir das mit. Also allein schon der Ton in einer Gesellschaft, wie man miteinander umgeht, wie man übereinander denkt, welche Empathie man auch füreinander empfindet. Ich glaube, das ist schon was, was man für sich finden kann auch. Also allein schon, Begriff Solidarität habe ich vorhin schon mal erwähnt, also diesen Gedanken wieder zuzulassen auch und zu sagen, Mensch, wir sind füreinander mitverantwortlich. Und es kann nicht nur darum gehen, dass es mir gut geht, sondern ich arbeite dahingehend, dass es in irgendeiner Form allen gut geht. Und zwar, dass in dieser Gesellschaft niemand so arm sein muss, dass er vom Müll anderer lebt. Nichts anderes ist ja auch die Tafel, um nochmal auf die Tafel zurückzukommen. Sie hilft den Firmen, ihren Müll zu reduzieren. Sie profitieren davon, sie profitieren durch Steuererleichterungen. Es ist eine Win-Win-Situation. Es ist eine Win-Win. Ja, leider auf der anderen Seite aber eine Lustsituation, weil die Leute letztendlich in ihrer Armut gehalten werden. Sie werden abgespeist mit den Resten einer Gesellschaft. Und dafür müssen sie auch noch dankbar sein. Da wird noch Dankbarkeit erwartet und teilweise gibt es ja auch immer nur Dinge, sie müssten sich dafür schämen, dass sie nicht arbeiten und weiß ich was. Oder weil immer die Leute, die auf der Sonnenseite leben und einen Job haben, glauben, dass das selbstverständlich ist einfach. Das ist, nur weil sie in einer Entscheidung halt richtig lagen. Und wir alle wissen, dass es in dieser Gesellschaft auch so ist, dass wenn du deinen Job verlierst und wenn es auf irgendeine blöde Art läuft, du ruckzuck in Armut auch fallen kannst. Dieser Weg ist kurz. Ich kann das ja über die Kamera probieren, aber du hast Auftritte, dir hören auch viele Leute zu. Kannst du da irgendwas einbauen mit, jetzt gestaltet? Also wirklich zu. Ich kann, also ich glaube, dass ich schon. Das klassische Kabarett hat das immer gemacht, den Spiegel den Menschen vorzuhalten. Also natürlich halte ich denen den Spiegel vor und zeige ihnen, wie die Situation ist. Und wenn sie sich darin spiegeln, dann verändert sich bei den Leuten schon was. Ja? Und ich kriege sehr viele Reaktionen auch nach den Auftritten von Leuten, die sagen, Mensch, das hat
Es hat mich betroffen gemacht, ne? Es hat mich getroffen. Ne? Und das ist ja wahnsinnig selten geworden in der Gesellschaft, dass einen was trifft, was einen wirklich was trifft. Gerade wenn du Informationen bekommst, auch in den Nachrichten, das ist ja alles, das läuft ja alles so durch. Ja? Man hat dann vielleicht mal einmal im Jahr in Bangladesch, wenn eine Riesenflut ist, da müssen aber schon Hunderttausende wieder sterben. Ich kenne aber so aktive, engagierte Menschen, die gucken sich entweder ein YouTube-Video an und sagen, genau, und dann können sie beruhigt schlafen gehen, oder sie gehen ins Kabarett und sagen, genau. Und ist es so eine Art Ablasshandel? Also, das ist jetzt wirklich hart. Ja, nee. Also, es ist ja spannend, ob das so ist. Also ich lasse den Leuten diesen Ablass nicht zu, natürlich. Also ich sage nicht, es ist mit dem Abend getan und damit ist es vorbei. Das ist ja mit meinem privaten Engagement, das ist ja auch nicht auf der Bühne beendet. Ja? Das geht natürlich im Alltag und jeden Tag mit anderen Aktionen weiter. Aber trotzdem muss man den Leuten, glaube ich, ich bin kein Missionar, indem ich hier eine Religion gründe und genauso arbeite wie andere Religionen, indem ich den Leuten sage, wenn du nicht das machst, was ich denke. Ich sage zum Beispiel im Programm auch ganz klar den Satz, ich bin manchmal nicht mal meiner Meinung. Ne? Ich bin ein Zweifler, ein auf der Suche Seiender. Ich weiß es auch nicht in vielen Fragen besser. Ich weiß nur, dass so wie es ist, dass ich es nicht gut finde, ja? Und dass ich gerne würde, dass Menschen in Würde leben können. Das ist Artikel 1 unseres Grundgesetzes, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das schaffen, dass es sowas wie Würde gibt in der Gesellschaft, dass viel erreicht ist. Ja? Und ich glaube auch, dass man den Reichtum nur genießen kann, um das jetzt den Reichen zu sagen, nicht immer nur um zu sagen, die Armen. Ich glaube, dass man Reichtum nur genießen kann, wenn es in einer Gesellschaft allen zumindest so gut geht, ja, dass ich mich nicht für meinen Reichtum in irgendeiner Form schämen muss. Ja. Also weil ich sage, wow, mir geht das so wahnsinnig gut. Und andere merke ich, da läuft das gar nicht gut. Ja. Und das ist eine Sache, die wir lernen müssen, dass eine Gesellschaft nur zusammen existieren kann, wenn es allen Mitgliedern in irgendeiner Form ein würdiges Leben beschert. Dankeschön. Ich stelle zum Schluss immer drei Begriffe in den Raum und bitte um drei kurze Assoziationen. Fangen wir an mit Balingen. Schwäbische Alb, meine Geburtsstadt. Bin ich seither nie wieder gewesen, weil es eine große Bundesstraße gibt, B27, die geht durch Balingen durch. Und deshalb ist diese Stadt an Schönheit kaum zu überbieten und auch keinen Besuch wert. Oh Gott, den Baling werde ich dafür. Apropos Ursula von der Leyen. Ja, spannendes Thema, die Kronprinzessin, die ja das System Merkel noch perfektioniert hat, dahingehend, dass Frau Merkel ja von sich gar nicht behauptet, dass sie in irgendeiner Form politisch interessiert ist. Frau von der Leyen, glaube ich, ist politisch nicht interessiert oder zumindest nicht an den Themen, von denen sie behauptet, dass sie daran interessiert ist, an der Not der Menschen auch. Aber sie behauptet es sogar noch, also sie hat sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Ich glaube, dass sie die berechnendste und kälteste Politikerin ist, die wir in diesem Land haben. Und dass sie uns schon auch noch viel Freude bereiten wird, wenn sie tatsächlich noch dazu kommen sollte, in noch höhere Ämter zu kommen. Dritter und letzter Begriff, Georg Schramm. Ja, der Allerheiligste natürlich im Kabarett, also oder mit einer. Neben Josef Hader, der nochmal ein ganz anderes Kabarett macht. Zwei große des Kabaretts, klar. Ein großer Moralist, der Schramm, und da trifft er mich sehr in meiner Seele auch mit dem, was er da erzählt und wie er es erzählt. Ja, auch ein Humanist. Also ich glaube, dass letztendlich das zutiefst Menschliche immer einfach ein humanistischer Gedanke bleiben muss. Und dass wir das einfach auch nicht vergessen und nicht verlieren dürfen. Und da ist es schön, dass es Leute gibt, auch auf den Kabarettbühnen, die den Leuten diesen Gedanken immer wieder vor Augen halten und sagen, ja, zutiefst sind wir eigentlich alle Menschen und das dürfen wir nicht vergessen. Ich danke dir für das Gespräch und wirklich hat mich sehr bereichert, das Gespräch und die Begegnung, und ich bestehe auf den nächsten Kaffee und das nächste Gespräch. Ich bin dabei. Dankeschön. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Mein nächster Gast, spontan entstanden, Eva Innenfeld, wurde morgens von 8 Polizisten aus dem Bett geholt wegen einem Blogartikel.
Mehr dazu beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.